Das war das da. Dann ist es weg. So, und dann gehen wir jetzt erstmal kurz zu Sheik. Und holen uns da unsere Belohnung. Wusste ich doch, dass dieses Spiel einen Haken hat. Und ich glaube, dann porte ich mich sogar erstmal raus. Denn ich würde gerne auch alle Schlüssel haben, um den Dungeon... Ja, wobei... Die Sache ist, wir haben eine Menge Schlüssel für den Dungeon. So, da kommt Sheiks Belohnung. Oh! Das Ei! Wir können Talon aufwecken. Haben wir gerade Sheiks Eier bekommen? Wait. Vor allem hieß es dann auch noch Weird Egg. Sheik? Willst du mir irgendetwas sagen? Gleich ein Mann confirmed. So, der Feuertempel. Schauen wir uns mal ein bisschen, ob ich vielleicht so die ein oder andere Truhe da drin finde. Da schon mal nicht. Hier gibt es nämlich eine ganze Menge Truhen, wenn ich das auf meiner Liste richtig sehe. Wenn man vielleicht die ein oder andere. Moment, ich kann hier durch. Fällt mir gerade ein. Ich habe ja den Hammer schon. Oder? Ja. Und ich habe 4 Schlüssel. Was? Also wir haben eine Menge Schlüssel auf jeden Fall hier gefunden schon. Das war der falsche Knopf. Meine Güte, diese eine Fledermaus zu treffen, war auch eine Arbeit. Was macht der Gegner da hinten eigentlich? Ja, fliegende Gegner. Nobody likes them. So, hat das irgendwas gebracht? Den weiteren Weg. Immerhin. Oh Gott. Das hat's gebracht. Autsch. So. Nehmen wir die erstmal mit. Oh, Rubine. Ja, das ist auch gut. Moment. Feiertempel. Early Hammer Statue? Das ist es nicht. Boulder, Mace, Bomb Wall? Nee. Nee, da muss es Hammer Statues sein. Okay. Hey, Moment, ich muss dem erst eine Bombe ins Gesicht werfen, ne? Wow. Bin ich jetzt mal getroffen? Nein, die läuft mir weg. Das klappt gerade noch nicht so gut. Wir sind extra noch einen größeren Bogen gefahren, um mich zu treffen. Nein, die klettern nicht immer hoch. So.
Wenn die Kamera jetzt mich jetzt nicht trollen würde, könnte ich ihn doch immer töten. Und da ist er, glaube ich, zurückgesprungen. Warum ist er eigentlich so tot? Ich hau gerade mit meinem Bigoron-Schwert auf ihn ein. Wow. Springt direkt in mich rein. So. Einfach explodiert. So. Das war jetzt. Mal gucken, welches das war. Welche Truhe könnte das gewesen sein in meiner Liste? Oh! Oh! Wie praktisch! Wie überaus praktisch, dass die genau hier drin war. Ist hier zufällig ein Boulder Maze in der Nähe? Kein Hellrun. Nee, hier ist in der Nähe, hier ist der Boss Key. Ah, Boss Key Area mal 2. Dann sind das hier die beiden Truhen. Ah, ich sehe schon. Ja, die creepy Gesänge im Hintergrund. Nice. Okay. Ciao, ciao. Okay, dann haben wir hier zumindest den Anfang schon mal gemacht. Und schon mal gut was abgeräumt. Hat sich ja schon mal gelohnt. Ja, das ist der Ausgleich für den letzten Stream. Jetzt kommt alles auf einmal. Dann halt nicht. So, da könnte ich auch lang, aber ich gucke jetzt erstmal hier hin. Da wäre der Boss. Erstmal das nochmal geben. Habe ich die Karte für das Gebiet? Nein. Und ich muss da eh noch das Ding runterschlagen. Aber was ich da so gerade sehe, kann ich nicht rein theoretisch. Warum, Link? Kann ich nicht rein theoretisch mich einfach mit dem Fanghaken darüber ziehen? Ja, ne? Wisst ihr, was geil wäre? Eine Flasche. So, um Feen zu fangen. Aber wahrscheinlich komme ich nicht bis da ganz hinten. Nee. Na gut. Okay, noch tiefer runter. Nein. Moment, aber ich kann da hin. Wer braucht schon Feen? Wer braucht schon Flaschen? Alles unwichtig. Bin ich da so drauf? Ja. Da ist sogar eine Kiste. Near Boss Door. Dann ist es die einmal. So, du darfst gehen. Der hat mir irgendwas mit dem Secret Path erzählt. Was hat er mir gesagt gerade? Weiß das jemand noch? 40. Nächste Belohnung. Flaschen sind nur was für Flaschen. Ja. Irgendwie vor alle Flaschen sind in Ganons Turm. Please don't. Na gut. Dann einmal auf die Seite. Und hier weiter gucken. Jo.
Okay, wenn ich länger in der Lava bleibe, bekomme ich sogar auch selbst mit der Rüstung irgendwann Schaden. Gut zu wissen. Die Sache ist, kann ich hier drin überleben ohne die Rüstung oder würde ich dann auch quasi wieder meinen Timer haben mit Schaden? Aua. Ist dahinter was? Ich könnte es auch einfach aufspringen. Das wäre ja zu einfach. So. In bestimmten Räumen habe ich den Timer. Okay. So. Das ist wahrscheinlich der Open Lava Room hier. War das jetzt Nord oder Süd davon? Das ist Süd. Okay. Dann nehmen wir da auf jeden Fall schon mal die Truhe mit. Das war South Open Lava Room. Geil! Direkt den Bolero des Feuers bekommen. Im Feuer-Dungeon. Dieser Dungeon, ne? Ich krieg die Goron-Rüstung und den Bolero des Feuers direkt hier drin. Ah ja, doch, jetzt nehme ich wirklich Schaden. Auch gesehen. Es ist das RNG, ja. So gut. Ups, da oben. Dann gucke ich mir gleich mal an. Aber erstmal hier rein. So, das ist dann gleich der North. Open Lava Room, da kann ich den auch gleich abhaken. Ich habe aber deren Secrets ständig überspringe. Die haben wahrscheinlich eh nichts Interessantes zu sagen. Yay! 5 Rubine. It's something. So. Da hier unten extra so eine schöne Schiene ist, stelle ich mich da einfach mal nicht rein. Ein Sub. Ja, ich habe einen Sub bekommen. War schön den Weg blockiert. So. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Ich warte dann mal. Da kann ich währenddessen gucken, was hier so ist. Der Like-Like kommt nicht. Also ich habe auf jeden Fall eine Skulltula da hinten. Song of Time Block Room ist das. Ah, wir sind schon fertig. Nope. Und weg. Die Todeskacheln. Was hast du Schönes? Ein Kompass. 5 Feuertempel. Okay. Ich habe nur noch keine Karte, aber den Kompass. Ich krieg einfach alles für diesen Dungeon in diesem Dungeon. Was ist dies? Das sieht so seltsam aus, wenn man keine Karte hat an der Seite. Wo bin ich? Aber ey, ich kann zumindest hier noch mal ein bisschen weitergehen. Noch können wir den erkunden. Kann ich auf der Karte jetzt auch sehen, wo ich bin? Ja, nee, das ging ja noch nicht. Egal. So. Das Feuerlaser hier. Dann klettern wir mal hoch. So. Mit euch. Nein, soll schon runterfallen. Und hoch geht's. War da noch was gerade? Moment, ich fahre nochmal runter. Ne, den Boski haben wir, glaube ich, nicht. Ne, da war nur die Fackel. Und ein paar Herzen. Na gut. So, und weiter als das können wir jetzt im Endeffekt auch nicht gehen, wenn wir jetzt noch mehr Schlüssel brauchen.
Von daher hoffe ich einfach mal, dass wir doch keine weiteren Schlüssel mehr brauchen. Ich finde, wenn ich diese Gegner auspuste, sehen die aus wie so ein Zeitungshaufen. Ich weiß auch nicht. So, wenn ich das aktiviere... Ah, geht das Feuer da oben aus. Komme ich darüber? Ja. So. Dann das einmal hier auf den Schalter. Ist zwar kein Schalter, aber wir können damit weiter. Reicht das von der Entfernung? Nice! Genau getroffen. War natürlich genauso geplant. Falls irgendjemand gerade was anderes behauptet. Sache ist, habe ich den Goron aber nicht befreit. Hätte ich eine Karte, könnte ich auch gucken, ob ich... Ich gehe nochmal kurz runter und gucke aber nochmal. Ob ich da gerade was, noch irgendwas übersehen habe oder so. Oder ob da noch eine Tür hinter dem Goron ist. Ne, das ist ein Schalter von der anderen Seite. Okay. Dann schauen wir halt später nochmal rein. Ich werde den Schuss natürlich nie wieder so perfekt hinbekommen wie gerade eben. Oder den Wurf besser gesagt. Aber hoffen wir einfach aufs Beste. Never mind. Nennt mich ProSkiller666. Ich fange morgen mit COD-Streams an. Scheiß auf Tales of the Abyss. Ich schieße einfach jeden ab. So, und das ist jetzt der große Boulder Room. Hier sind ganz viele Steine. Die wollen mir wehtun. Dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. So, falls du noch einen Tipp für mich hast. The temple, there are doors that fall down. Ah, okay. Nur eine Skulltie. So, Boulder Maze. Jo. Darf auch die dann sein. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Was ich hier noch so finde. Nein! Stone of Betrayal. Die einfach nochmal zur Seite kam, um mich zu treffen. Nein! Hier wäre eine Tür zumindest. Eine abgeschlossene. Das heißt, da können wir auf jeden Fall nicht groß weiter. Hier komme ich her? Nein. Hier sind wieder Groans. When you're on fire, you can put out by swinging your sword. Okay. Das müsste dann der Nierbogen sein. Und wieder nur ein paar Pfeile. Wobei, ich darf mich nicht beschweren. Dieser Dungeon hat uns eh schon reich beschenkt bisher. Oh. Ich bin eine Skulltula. Da oben kann ich was bomben. Ich muss erstmal überhaupt einen Weg nach oben finden. Ich komme gar nicht nach oben, ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich muss ja, glaube ich, hier rein, um dann oben weiterzukommen. Hm.
so nochmal so gucke. Das könnte mir jetzt gerne einmal sagen. Ich komme, glaube ich, noch nicht nach oben. Da komme ich her. Tens. Stein bremst erstmal direkt vor mir. Nee. Du kommst noch nicht nach oben. Okay, habe ich mir schon gedacht. Okay. Dann, bis wir einen neuen Schlüssel bekommen, können wir eigentlich jetzt erstmal hier wieder gehen. Und zwar... an die Skulltula komme ich aber. Okay, Moment. Moment, das habe ich geholt. Okay, dann schaue ich mal, wo ich die gehört habe und guck mal, ob ich dran komme. Da nicht. Wo habe ich die denn gehört? Kommt gleich ein Stein. Habe ich die Skulltula gehört? Oh. Safe. Verdammt. Irgendwo in der Nähe am Rand. Lauf hier mal jetzt aber komplett an der Wand entlang. Da hinten nicht, da war noch ein Knast oben. Moment! Aha! Ein Schlüssel! Na, Feuertempelschlüssel? Ah, schade! Bottom of the well. Ich hätte jetzt gelacht, wenn das für den Feuertempel gewesen wäre. Okay, dann können wir jetzt aber raus. Nee. Ah, das meint auch der Gorone. Jo. Dann erstmal kurz raus. Dann weißt du schon, was ich mache. Ich gehe jetzt einmal kurz nochmal zurück in die Kindheit. Pflanze eine Bohne im Vulkan und komme dann nochmal zurück. Dann können wir da auch eben schnell noch das eine mit der Bohne holen. Ist aber auch irgendwas ein Herzteil wahrscheinlich, ne? Wenn überhaupt. Wie geht der Bolero? Jetzt muss ich kurz mal gucken. Es waren auf jeden Fall 8 Noten. So was Längeres. Unten A, rechts, unten. Unten A. Rechts, unten, so. Wann schlüpft das Ei eigentlich? Ich glaube, wenn einmal ein Tag vergeht. So, einmal schnell noch die eine Bohne legen. Das hat gut funktioniert. Und raus hier. Man kann sich auch mit der Hymne der Sonne beschleunigen, aber ich sag mal, wir haben eh jetzt noch anderes zu tun. Passiert einfach nebenbei, aber dann passt's.
So, dann kann ich den auch abhaken, dass wir den jetzt auch gemacht haben. Schon mal. Also, dass wir da was gepflanzt haben. Und zurück in die Zukunft.